Hey, willkommen zurück. Schön, dass du wieder da bist hier am Dienstag vor Weihnachten erstmal. Und heute wollen wir uns mit dem Thema beschäftigen, wie du es schaffen kannst, dir das Leben zu gestalten, das du dir gestalten willst, ein attraktives Leben zu gestalten für dich, aber natürlich auch, damit das ganze Frauenthema besser funktioniert. Warum das wichtig ist und wie du dahin kommst, das schauen wir uns in diesem Video an. Also Lebensgestaltung, ganz, ganz wichtiges Thema. Eben nicht nur, weil es hier um Erfolg mit Frauen geht, sondern weil es natürlich auch um Erfolg in deinem eigenen Leben gehen soll. Und ich sehe immer wieder bei Männern, auch gerade bei jüngeren Männern, die zu mir ins Coaching kommen, dass eine Unklarheit darüber besteht, wie man denn an dem Punkt ankommt, wo man hin möchte. Beziehungsweise sehe ich so eine Entwicklung, so eine Tendenz in der Gesellschaft, die sehr, ja, schädlich dafür ist, wirklich an die Ziele zu kommen, an die du kommen willst. Und das Ganze schlägt sich dann halt auch im Bereich Frauen nieder. Denn vielleicht kennst du das von dir selbst, vielleicht aber auch von anderen Personen. Ich habe selbst damals Phasen gehabt, wo ich in einer Beziehung war und vor der Beziehung habe ich mein Leben in die Hand genommen, habe so ein bisschen Gas gegeben und bin dann während der Beziehung so ein bisschen faul geworden, habe mich nicht mehr um mein eigenes Leben gekümmert, darum, dass es vorangeht, und das hat der Beziehung geschadet. Und es ist halt wirklich so, viele Männer haben diese Idee, okay, eine Frau wird mich lieben für die Person, die ich bin, und auf der einen Seite, ja, vielleicht eventuell, aber auf der anderen Seite ist es einfach auch so, dass eine Frau dich auch lieben wird für, ja, der Mann, der du sein kannst und der optimale Mann, der du sein kannst für das Leben, was du führst, und auch für deine Ambitionen natürlich. Das muss man immer ganz klar dazu sehen. Also du wirst es selbst erleben, dass wenn du jetzt eine Beziehung hast und du fängst an, nur noch rumzuhängen und rumzuharzen, dann wirst du sehen, dass das Ganze deiner Beziehung nicht besonders zuträglich ist, weil die Frau halt einen Mann will, der Ambitionen hat. Ich sage hier nicht an der Stelle, oh, mach es den Frauen recht und hab Ambitionen für die Frauen. Darum geht es überhaupt nicht. Das ist nur ein Nebenprodukt, von dem wir hier reden. Ja, das ist nur eine ganz kleine Nebensache. Es geht hauptsächlich darum, dass du das Leben hast, was du dir wünscht. Denn wir haben immer eine Sache im Kopf, wir haben einen Traum im Kopf, so stellen wir uns unser Leben vor, aber viele Männer schaffen es nie an dem Punkt oder bleiben an irgendeiner Stelle hängen und fragen sich dann bzw. wundern sich, woran könnte es denn gelegen haben? Und da gucken wir uns mal eine Sache an, bzw. ein Schema, das man adaptieren muss, das man in sein Leben einführen muss oder das bzw. du in dein Leben einführen solltest, wenn du wirklich von dem Punkt, wo du heute bist, wo du sagst, hey, ja, ich lebe mein Leben vielleicht gerne, aber da geht noch mehr, zu einem anderen Punkt kommen willst. Und dabei ist es vollkommen egal, ob du jetzt, keine Ahnung, reich werden willst, ob du ein eigenes Haus haben willst, ob du eine geile Beziehung haben willst, ob du super fit werden willst. Ne? Du kannst hier oben einfach X einsetzen, das, was eben du für dein Leben willst. Und mach dir erstmal klar, auch du kannst an diesem Punkt ankommen, du kannst dich dahin entwickeln, aber es braucht eben gewisse Einstellungen, die leider gerade in der heutigen Gesellschaft und in den heutigen Generationen mehr und mehr verloren gehen tatsächlich und auf die man sich so ein bisschen zurückbesinnen muss. Und das, was hier besonders schädlich ist oder das große Problem unserer heutigen Gesellschaft und der auch heutigen Generation ist, dass es uns immer leichter gemacht wird, auf schnell Spaßdinge zuzugreifen. Und was man einfach machen muss oder was passieren muss, damit du von dem jetzigen Punkt an zu dem erfolgreichen Leben kommst, das du dir wünschst, das du gerne hättest, ne? Wie gesagt, hauptsächlich für dich, aber eben auch dann der Nebeneffekt, dass es mit Frauen besser laufen wird, ist ein schöner Nebeneffekt, ne? Das, was du verstehen musst, ist, dass du die Fähigkeit entwickeln musst, das heute zu opfern, um am Morgen anzukommen. Und ich will ganz klar machen, was das bedeutet. Das bedeutet nicht, ne, wenn wir uns das Ganze jetzt in der ganzen im Jetzt-Sein Meditationstheorie angucken, es bedeutet nicht, dass du den heutigen Tag hassen sollst und ihn nur als Mittel zum Zweck sehen sollst, um an einem anderen Punkt anzukommen. Aber es bedeutet, dass du vergängliche, leichte Freuden von heute opfern musst, um an einem besseren Morgen anzukommen. Um es mal ganz einfach zu erklären, mach die Konsole und den Fernseher aus und setz dich an dein Business oder setz dich an dein Studium oder setz dich ins Fitnesscenter oder was auch immer eben jetzt hier speziell dein Ziel ist oder Weltherrschaft, was auch immer du da einsetzen willst. Es geht darum, diese Fähigkeit zu entwickeln, die Dinge zu opfern, die in diesem Moment Spaß machen, um zu einem besseren oder in eine bessere Zukunft gehen zu können, um da ankommen zu können. Das ist das Problem, was wir heutzutage haben, dass eben die Gesellschaft und alles, was hier drin ist, es uns immer leichter macht, diesen schnellen Spaß zu haben. Du kannst 1 Million Filme streamen, du hast Zugriff auf Netflix, auf Amazon Prime, und es ist wirklich nicht schwierig. Du kannst
ja, brauchst nicht mal einen eigenen Account, kannst bei anderen Leuten mit drin sein. Du hast Zugriff auf Pornos, auf die du jetzt sofort zugreifen kannst. Und all das ist natürlich auch schön und gut und das will ich auch gar nicht verteufeln, nur der Umgang, den die meisten Leute damit pflegen, ist eben nicht sehr, sehr gesund. Und wenn du jetzt sagst, okay, ich nehme vielleicht Zocken und Serien gucken und all diesen ganzen unproduktiven Kram und schneide es ihn komplett aus deinem Leben raus, bin ich mir sicher, das wird dir nicht zum Nachteil sein. Denn was du erfahren wirst oder was du feststellen wirst mit der Zeit, ist, dass diese Sachen, die Spaß machen, dir vielleicht gar nicht so viel Spaß machen. Ja, dass sie vielleicht ganz cool sind in dem Moment, aber danach du dich irgendwie so ein bisschen, ja, so mittelmäßig fühlst. Und was du dann merken wirst, ist, dass Sachen, die heute opfern für einen Morgen, für ein besseres Morgen, dass diese Sachen dich wirklich erfüllen werden. Ne? Dass wenn du dich ransetzt und an deinem Business arbeitest, an deinem Studium, vielleicht meditierst oder ins Fitnesscenter gehst, du dich vielleicht in dem Moment vielleicht ein bisschen schlechter fühlst, wenn überhaupt, aber danach dich sehr erfüllt und sehr, sehr gut wirst fühlen. Und der Punkt ist, mit der Zeit wird das auch immer besser für dich. Ne? Wo du am Anfang noch ins Fitnesscenter gehst und du denkst, boah, ich arbeite mich hier wirklich durch, was ist denn das für eine Scheiße, wird es mit der Zeit zur Gewohnheit, wirst du mit der Zeit Spaß in diesem gesamten Prozess haben. Ne? Das ist so wie das Videomachen für mich. Videomachen hat mir nicht immer viel Spaß gemacht und mittlerweile ist es einfach eine Gewohnheit für mich. Es ist einfach, ich bin in diesem Prozess drin, ich mache das, ich habe Spaß, ich rede gerne, ich kommuniziere gerne meine Ideen an euch. Und das ist eine Sache, die sich mit der Zeit entwickelt. Aber das Problem ist, dass wenn wir immer nur Zugriff haben auf diese schnellen Belohnungssysteme, oh, Netflix hier, ein Porno da, dann verlieren wir eben die Fähigkeit, auch mal durch Scheiße durchzugehen. Und du musst durch Scheiße durchgehen, um hier oben anzukommen. Du musst hier ernten, um hier säen zu können, sonst funktioniert das nicht. Und daran kannst du das auch schon erkennen. Es ist eine absolute naturale Regel, ne? Das Ernten und Säen. Du siehst es überall in der Natur. Du siehst überall in der Natur das heutige Opfern für das bessere Morgen. Ne? Ob es jetzt beim Ernten und Säen ist oder bei anderen Dingen. Du siehst es überall. Es ist auch Teil der Religion, es ist Teil von allem hier in dieser Welt. Das ist eine ganz, ganz grundlegende Regel, die uns leider heutzutage immer mehr abhanden kommt. Und manche Menschen denken sich halt, oh ja, ich will aber mein gemütliches Leben nicht aufgeben und oh, das passt schon so, ich kann mir schon was Besseres vorstellen, aber irgendwie ist es ja auch ganz angenehm und bequem. Und lass mich dir eins gesagt sein. In dem Moment, wo du dich dafür entscheidest, voranzugehen, deinen Zielen hinterher zu jagen, in dem Moment, wo du dich für Verhandlung entscheidest, für Ambition, wirst du ein geileres Leben haben. Und du musst nicht mal unbedingt dann ankommen, um ein geiles Leben zu haben. Der Prozess wird Spaß machen. Ja, du wirst viel mehr dabei sein, du wirst dich viel mehr freuen, du wirst viel mehr Bock haben, du wirst aufstehen und du hast schon Bock loszulegen. Und dann ist es natürlich auch klar, dass sich dieses ganze Frauenthema viel leichter erledigt, ne? Wo du dir sonst vielleicht denkst, oh, jetzt hätte ich schon gerne Frau, damit ich schnell irgendwie guten Sex haben kann und damit sie mich zufrieden machen kann, damit ich wieder noch ein bisschen mehr Spaß habe. Spaß, die große Spaßgesellschaft. Wir wollen immer alle nur Spaß, so als ob es nur um Spaß im Leben gehen würde. Wirst du auf einmal merken, das ganze Frauenthema ist viel einfacher zu bewältigen, weil du ein Ziel hast, weil du eine Struktur hast. Ja? Du hast da ein Licht am Horizont, auf das du zusteuerst und Frauen merken das und Frauen wollen das. Frauen wollen diese Ambitionen, die wollen die in dir sehen. Aber wie gesagt, es geht hier nicht um die Frauen, sondern es geht darum, dass es dir gut tun wird, Ambitionen zu haben. Das Frauending ist, wie gesagt, nur das Nebending. Ne? Und wenn ich jetzt sage Spaßgesellschaft und es geht nicht darum, immer nur Spaß zu haben, dann verstehe mich bitte nicht falsch. Ich sage nicht, mach diese ganzen Sachen und hab dabei auf keinen Fall Spaß, sei so ernst und angestrengt wie möglich. Das sage ich nicht. Genieß die Sachen, die du machst. Genieß das ins Fitnesscenter gehen. Genieß das, was für dein Business machen, für deine Uni oder für Arbeit oder was auch immer. Genieß die Sachen, so gut du sie genießen kannst. Das sollte auf jeden Fall, hab Spaß an diesen Sachen. Das sage ich gar nicht. Aber der Fokus von vielen Leuten heutzutage ist, diese ganzen Spaßdinger machen. Ja, oh, ich will hier ein bisschen arbeiten, damit ich dann auf diese Schnell-Spaßdinger Zugriff habe. Und das ist halt mein Leben. Ich komme von der Arbeit, dann setze ich mich hin, zocke vielleicht ein bisschen oder gucke vielleicht ein bisschen Serien und ja, das ist dann mein Leben. Und dann wundern sich viele Männer auch, warum die Frauen jetzt vielleicht nicht so begeistert von ihnen sind oder sich nicht um sie schlagen oder um sie reißen. Dann ist es natürlich klar. Na, du würdest eine Frau auch wahrscheinlich nicht so interessant finden, wenn sie einfach den ganzen Tag nur rumliegen würde und Fernsehen gucken würde. Na, außer sie halt super heißt, dann würdest du mit ihr schlafen wollen, aber sicherlich auch keine Beziehung mit ihr eingehen wollen. Und deswegen für dich selber, für dein eigenes Wohlergehen, bitte entwickle Ambitionen, entwickle diese Fähigkeit, das heute opfern zu können für das Morgen und nicht im Sinne von, das nicht genießen zu können. Das habe ich gerade schon erklärt. Und
Um mal einen praktischen Tipp zu geben, wie du an diesen Punkt kommen kannst, oder ich sag mal, um dir die Sache mitzugeben, die mir persönlich am meisten geholfen hat und von der ich überzeugt bin, dass sie auch dir richtig, richtig viel weiterhelfen kann. Ich weiß, ich habe das hier auf dem Channel schon öfter gesagt, aber ich werde es wieder erwähnen, weil es so elementar, so wichtig ist. Die wertvollste Sache und die einfachste Sache, die du machen kannst, um diesen Prozess, von dem ich gerade gesprochen habe, ins Rollen zu bringen, ist mit Sicherheit Meditation. Meditation ist so ein starkes, effektives und auch wissenschaftlich belegtes Mittel, dass jeder Mensch, jeder Mann, der mir hier zuguckt, jede Frau, die mir hier zuguckt, sollte das nutzen. Ich mache 20 Minuten am Tag, das ist nicht lange, man gewöhnt sich da schnell dran, aber diese 20 Minuten machen einen Unterschied. Als allererstes sind diese 20 Minuten Meditation erstmal eine Gewohnheit, die du dir angewöhnen musst und etwas, was deinem Alltag Struktur gibt, und das ist schon mal eine gute Sache an sich. Aber diese 20 Minuten Meditation entwickeln auch deinen präfrontalen Kortex. Ja, das ist dieser Teil hier vorne im Gehirn, ein relativ neues Gehirnareal, das für deine Willenskraft, für deine Disziplin zuständig ist. Und das heute für das Morgen opfern zu können, den Spaß opfern zu können, das braucht Willenskraft, das braucht Disziplin. Du brauchst die Stärke in deinem präfrontalen Kortex und die kannst du so leicht durch Meditation aufbauen. Du musst nur diese 20 Minuten machen, jeden Tag, und du wirst einen Unterschied feststellen. Du wirst einen ganz natürlichen, ja, du wirst merken, wie du ganz natürlich in diese Richtung gehst, dass du dein Leben verbessern willst, ne? Wo es vielleicht dir heute noch vorkommt wie ein weiter Weg, dass du das jemals wirklich wollen würdest. Du müsstest dich dazu zwingen, denkst du vielleicht gerade. Vielleicht denkst du sowas wie, das bin nicht ich. Und du kannst dich verändern, die Persönlichkeit ist veränderbar. Du kannst auch in 2 Wochen jemand ganz anders sein, wenn du dich ganz anders verhältst. Es gibt kein festes Du, häng dich da nicht dran auf, benutzt das nicht als Ausrede. Ne? Dir kommt es vielleicht jetzt noch vor wie, oh Gott, da müsste ich mich voll zu zwingen. Aber glaub mir, mach das ein paar Wochen und meditiere die ganze Zeit regelmäßig und du wirst merken, du wirst auf ganz natürliche Weise immer mehr in diese Richtung gezogen. Du wirst auf ganz natürliche Weise immer mehr diesen Spaßdingern fernbleiben wollen und genießt viel mehr diese anderen Dinger, dieses heute Opfern für morgen. Und das, wie gesagt, mag dir weit weg vorkommen und es ist nicht weit weg. Es ist kein besonders weiter Weg. Du musst nur ein ganz bisschen Selbstdisziplin aufwenden und ich weiß, es ist viel verlangt, denn in der heutigen Gesellschaft scheint das fast niemand mehr zu haben. Und das ist wirklich krass und traurig. Aber das brauchst du, um das Leben zu bekommen, was du dir vorstellst. Und glaub mir, du willst diesen Weg gehen. Du willst nicht diesen Fun-Spaß, es geht nur um Spaß, nur um den schnellen, kurzen Spaß. Du willst nicht diesen Weg gehen, sondern du willst den langfristigen Weg gehen. Du willst den Weg gehen, der dich langfristig erfüllt. Und das ist nun mal der Weg. Das ist der Weg, den du gehen musst, den du gehen solltest, um die Erfüllung zu finden und das geile Leben zu haben, was du haben kannst. Und das ist ja das Krasse, du kannst es haben. Viele Leute lassen ihre Möglichkeiten ja so stark zurück und bleiben so stark in deren Möglichkeiten zurück. Das ist schade, das müsste nicht so sein. Deswegen fang heute an, die sofort Spaßsachen zu reduzieren. Mach Sachen heute opfern, morgen den Erfolg. Mach die Meditation, das ist der beste Anfangspunkt, den du machen kannst. Und da bin ich gespannt, wie es sich für dich in der Zeit entwickeln wird. Schön, dass du dabei warst. Hier kannst du den Channel abonnieren, neben mir, wenn du es noch nicht gemacht hast, auch die Glocke aktivieren. Unter mir kannst du dich für eine neue Coaching-Plätze für nächstes Jahr bewerben. Und hier unten rechts kommst du zu einem Video mit noch mehr Tipps für deinen Erfolg mit Frauen. Geil, dass du hier warst. Übermorgen sehen wir uns wieder. Bis dahin, ciao.